Diese Folge von Insert Coin wird euch von dem Film Unknown User präsentiert. Hi. Hallo. Was macht ihr gerade? Wer ist denn dein Kumpel? Wer ist das? Das ist Laura's Account. Wer hackt den Account von einer Toten? Oh mein Gott. Wer ist da? Ich muss sofort hier raus. Nein, er bringt dich um. Unknown User im Kino. Moin, verehrte Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insert Coin, während die Sonne den Sommer unglaublich heiß erscheinen lässt. Obwohl ich gar nicht weiß, ob es heute heiß ist. Es könnte sein, dass auch draußen regnet oder schneit oder gewittert, weil wir gar nicht live sind. Ne? Aber macht ja nichts. Es ist trotzdem Sommer, und irgendwo auf der Welt ist es jetzt unglaublich heiß, gerade just in diesem Moment, wo ihr die Sendung guckt. Ne? Was ist passiert in der letzten Zeit? Ich finde es interessant, was an verschiedenen Prototypen-Konsolen auf einmal aufgetaucht ist. Ne? Man dachte ja immer, dieses Projekt zwischen Nintendo und Sony, als Sony da dieses CD-ROM entwickeln sollte, dass da nie irgendwas rausgekommen ist bei, aber Pustekuchen, da gab es tatsächlich dann eine PlayStation, die in Zusammenarbeit zwischen Sony und Nintendo entstanden ist. Das finde ich ja schon mal unglaublich bahnbrechend. Wie gerne hätte ich dieses Ding? Und dann natürlich, was man mitbekommen hat, auch in letzter Zeit, diese Phantom-Konsole, die, glaube ich, 2003 angekündigt wurde und nie rauskam, wo die Konsole eigentlich schon der Zeit voraus war. Die wollte nicht auf CD-ROMs oder Module setzen, sondern gleich Download-Titel, wo jeder noch gesagt hat, funktioniert ja nie. Was machen heute die Konsolen? Viel auf Download-Titel setzen. Ne? Schon ziemlich abgefahren. Vielleicht müsste man da mal so ein kleines Special machen. So Konsolen, die angekündigt wurden, aber nie rausgekommen sind. Da lässt sich ja sicherlich einiges finden, und das kann man ja natürlich so ein bisschen strecken, sagen. So Konsolen, die rausgekommen sind, die keinen Schwein interessierten, wie zum Beispiel Gizmodo. Könnt ihr euch noch an das Ding erinnern? Das war auch so ein Handheld. Da ist ja, glaube ich, sogar der Typ, der bei dieser Firma war, der ist sogar im Knast gelandet, weil der irgendwie Scheiße gebaut hat. Ich weiß nicht mehr, irgendwie hat er da nicht einen Ferrari-Unfall gehabt oder eine Fahrerflucht oder Steuerhinterziehung. Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr. So, kommen wir aber gleich mal zu unseren Themen. Und zwar ist auf der E3 bei uns das Thema Anno ein bisschen untergegangen, leider. Weil eigentlich ist Anno eine sehr beliebte Serie in Deutschland, und dass Anno jetzt in den Weltraum geht, war auch eine große Ankündigung mit einem neuen Teil auf der E3. Ne? Deswegen werfen wir einen kleinen Blick auf Anno 2205 oder 2205 in einem kleinen Preview. Dann haben wir in der letzten Folge viel über Mods gesprochen und was diese bedeuten und warum diese gut sind und was es für gute Mods gibt. Und da möchte ich euch heute eine vorstellen zu einem Spiel, beziehungsweise zu einer Spielserie, die absolut grandios ist. Portal. 1 und 2 sind draußen, Portal 3, die Fans wünschen es sich, sie kriegen es aber nicht. Valve ist damit beschäftigt, Kohle zu scheffeln mit Dota und Co., ne, den ganzen Kram, den sie da noch haben. Aber ein paar Fans, die haben jetzt eben ein neues Portal-Spiel gemacht. Das Ganze heißt Portal Stories Mel, gibt es kostenlos, braucht man Portal 2 für, und ist richtig geil. Ich habe mich rangewagt. Wirklich rangewagt. Ich habe es vorher nicht gespielt gehabt. Ist fucking super schwer, aber saugut. Das zeige ich euch. Aber los geht's jetzt mit einer Sportart, die, wo ich das Gefühl habe, dass sie in Deutschland im Fernsehen unglaublich erfolgreich ist, aber videospieltechnisch immer so ein bisschen untergeht. Und zwar rede ich von Formel 1. Ist ja so, ne? FIFA-Spiele kommen jährlich raus, verkaufen sich wie Hulle, sind ewig in den Charts drin. Und Formel 1 ist doch eigentlich auch ziemlich beliebt in Deutschland, oder Herr Lenzen, oder täusche ich mich da? Ne, schon. Der Lenzen weiß das, der verfolgt den ganzen Schmuh nämlich. Und es kommen auch jährlich Formel 1-Rennspiele raus, bloß gehen die irgendwie unter und werden gar nicht so erwähnt. Und das ist eigentlich schade, weil die ziemlich gut sind. Ich kann damit persönlich gar nicht so viel anfangen, oder wie gesagt, konnte. Denn ich habe mal so einen kleinen Versuch jetzt gemacht. Ich habe mich mit dem Herrn Lenzen unterhalten, und der hat mir viel darüber erzählt, was er sonst auch immer sehr viel macht zu Formel 1, wenn ich dann versuche, einfach Sachen auszublenden, die er sagt, setzt dann der Lenzen-Filter ein. Aber ich habe gemerkt, der Lenzen, der ist ja gar nicht so doof. Der hat ja durchaus recht. Deswegen wollte ich mir selber ein Bild von machen, von Formel 1, um zu schauen, ob das dann was taugt und wie meine Erfahrungen so als Formel-1-Noob mit dem Ding waren, das seht ihr jetzt. Hey,
Der Lenzen schwärmt mir immer vor, wenn es um das Formel-1-Rennspiel geht. Er spielt ja auch jedes davon, bis zum Umfallen. Ich belächle ihn dann spaßeshalber immer so ein bisschen, weil ich mit Formel-1-Spielen einfach nichts anfangen kann. Was soll sich denn schließlich auch bei einem jährlich erscheinenden Rennspiel schon ändern? Aber immerhin klappt's ja bei FIFA auch. Und gerade weil der Lenzen immer so schwärmt, habe ich mir gedacht, jetzt mit der Version für One und PS4 probiere ich's auch einmal. Ganz am Anfang ließ mich das Spiel wählen, ob ich die 2014er oder die 2015er Saison fahren will. Laut dem Lenzen ist das wohl neu, dass man auch nochmal die alte Saison fahren kann. Und in seinen Augen irgendwie sinnlos, weil warum sollte man das überhaupt wollen? Ich find's irgendwie cool, dass ich zusätzlich diese Wahl und somit auch mehr Spiel habe. Im Menü wirkt dann alles recht standardmäßig. Meisterschaftsmodus ist so etwas wie eine Karriere, schnell stelle ich aber fest, dass man hier Training vor dem Rennen und das Qualifying mitmachen muss. Ist natürlich für den nicht ganz so krassen F1-Enthusiasten etwas dröge. Andererseits lernt man so die Strecke kennen. Und genau das ist enorm wichtig. Das fiel mir zumindest in Mexiko auf. Nachdem ich meine Fahrhilfen so eingestellt hatte, wie ich das ungefähr bei anderen Spielen auch habe, kein Bremsassistent, Ideallinie in den Kurven, leichtes Schadensmodell, ABS an und Automatik, ging's ab auf die Piste. Und ich habe echt erstmal kaum Land gesehen. Sobald ich Gegner auch nur leicht berührte, gab's eine Verwarnung oder ich habe mich gedreht. Einmal zu viel Gas gegeben, schon wieder abseits der Piste gelandet. Und natürlich in eine Karambolage verwickelt worden, bis das Auto nur noch kaputt vor sich hingurkte. F1 ist selbst mit einigen Fahrhilfen ziemlich schwer. Schnell kommt man ins Schleudern oder baut Unfälle. Sanft Gas geben und die Wege der Trigger nutzen, statt gleich komplett durchzudrücken, ist hier das Muss. Als Arcade-Rennspieler muss man hier umdenken. Anfänglich war mir das zu frustig, weshalb ich dann doch mehr Fahrhilfen nutzte. Klar rühme ich mich nicht gerade damit, dass der Bremsassistent etwas mehr eingreift, aber letztendlich zählt für mich, dass ich mit dem Spiel Spaß habe. So kann ich mich erstmal langsam an die Spielmechanik rantasten, ohne gefrustet das Pad wegzuwerfen. Nach einer Zeit komme ich immer mehr rein. Die Rennen und Duelle werden immer spannender. Überholmanöver bekommen dann einen besonderen Nervenkitzel, wenn man weiß, dass man mit zu viel Gier eventuell ins Schleudern kommt oder einen Unfall baut. Und dann eventuell noch eine Strafe aufgebrummt bekommt. Formel 1 2015 sieht auch echt ziemlich gut aus. Wenn es regnet und die Vordermänner einem die Sicht einschränken, ist das im Zusammenspiel mit der Umgebung natürlich schon beeindruckend. Wetterfetischisten kommen also auf ihre Kosten. Aber nicht jede Strecke der Formel 1 ist jetzt unbedingt ein Hingucker. Taugt Formel 1 2015 also was? Kann ich bis jetzt noch nicht genau sagen, aber ich habe durchaus Spaß. Dadurch, wie es sich fährt, grenzt es sich schon ab im Vergleich zu anderen Rennspielen. Der tiefgreifendere Kram wie Training und Qualifying ist mir anfänglich aber noch zu viel. Für Formel 1-Puristen aber genau der Kick. Ich habe Spaß an den fordernden Rennen auf den unterschiedlichen Strecken mit dem dynamischen Wetter. Das hält mich schon bei der Stange. Auch wenn ich jetzt jährlich sicherlich nicht zugreifen werde, werde ich innerlich wahrscheinlich ein bisschen weniger über den Lenzen lächeln, wenn er mir wieder stundenlang von Formel 1 erzählt. Jetzt muss ich sagen, ich habe das Ding ungefähr so um die 2 Stunden gespielt. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, also das, was ich jetzt sage, ist jetzt nicht so eine finale Wertung, sondern ist einfach mein Eindruck als jemand, der neu da in dieses Franchise eingestiegen ist. Ich habe die früher schon mal ein oder zwei Mal angezockt, aber nie großartig. Ne? Und jetzt höre ich allerdings, dass im Internet wohl relativ viel negatives Feedback kommt, weil ich habe ja angesprochen, ne, es gibt so einen Meisterschaftsmodus, das soll wohl eine Karriere sein. Es gab wohl in den Vorgängern richtige Karrieremodi, wo man einen Rennfahrer erstellt hat, den man dann sozusagen hochgelevelt hat und dann mit Rennstallen verhandeln konnte. Und das ist jetzt wohl nicht mehr so. Man hat jetzt eben nur noch diesen Meisterschaftsmodus, wo man dann einen der bestehenden Rennställe aussucht und dann eben loslegt und losfährt und das ganze Qualifying macht. Und das stößt bei Fans ziemlich sauer auf. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Mir persönlich fiel das jetzt nicht wirklich schlimm auf, muss ich sagen, in meinem oberflächlichen Blick darauf. Aber wie man vielleicht gemerkt hat,
werfe ich auch ein ganz anderes Augenmerk auf die Sache als vielleicht der Herr Lenzen, der sich so denkt, so ne, 2014-Saison, warum will ich das überhaupt noch fahren? Wo ich mir denke so, ja cool, ist ja doch mal ein bisschen mehr Spiel irgendwie, finde ich ja gar nicht so schlecht. Ne? Und wie gesagt, das vom Fahrerischen fand ich das alles sehr, sehr cool, hat mir Spaß gemacht, ich finde, das sieht gut aus. Die Regentropfen, die könnten noch so ein bisschen mehr verwischen. Ne? Man sieht die ja dann, wie sie so langsam runterfahren und das müsste eigentlich so, wenn man schneller fährt, dass sie dann so zur Seite verwischt werden. Das wäre noch geil, wenn sie den Effekt drin hätten. Schaut euch einfach im Internet Tests an oder bei uns bei gameswelt.de. Wie gesagt, das war jetzt wirklich so ein Noobie-Look auf das Ganze, um zu sagen, ob auch Anfänger, die mit der Serie so mal sind, nichts anfangen können, Spaß haben können, meines Erachtens eben schon. Kommen wir jetzt zu Anno. Das Aufbauen und Wirtschaften und Handeln ist ja schon seit jeher irgendwie in der deutschen Spieleseele verankert. Ne? Die Siedler, Anno, SimCity, alles immer sehr, sehr beliebte Spiele in deutschen Landen, wo man zuschauen kann und dann bewegt sich da was und dann werden Gebäude besser und man muss sich um die Einwohner kümmern. Diese Wirtschaftssimulation, ich finde das auch immer sehr spaßig. Ich habe jetzt zwar schon länger keine mehr gespielt, mein Favorit SimCity ist ja in dem Sinne gestorben. Wie ist denn diese andere, diese Konkurrenz? Big Cities? Nee. City Skylines, das soll ja so geil sein. Da bin ich leider immer noch nicht dazu gekommen zu zocken. Das ärgert mich sehr, das muss ja wirklich richtig, richtig geil sein. Aber vielleicht schaffe ich es dann endlich mit Anno 2205, denn da geht es in den Weltraum. Finde ich ja unglaublich spannend. Civilization hat es vorgemacht, in den Weltraum zu gehen. Alle ziehen jetzt so ein bisschen nach. Und mein Kollege, der Kuro, der war auf einem Event, konnte das anzocken. Und daraus haben wir mal für euch eine kleine Vorschau gebastelt. Direkten Vorgänger Anno 2070 hatten Spieler die Qual der Wahl zwischen erneuerbaren Energien und Energiegewinnung durch Schwerindustrie. Es gab also einen starken moralischen Fokus. Gebt ihr Acht auf Mutter Natur oder verschmutzt ihr die Umwelt, um eure Bevölkerung am Leben zu erhalten? Dieses Thema wird in Anno 2205 eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht weniger um das Wie, sondern vielmehr um das Wo. Und dieses Wo führt euch in ganz neue Sphären, nämlich auf den Mond. Doch dazu später mehr. Creative Director Dirk Riegert geht zunächst auf die Veränderungen ein, mit denen ihr auf der Erde zu kämpfen habt. Natürlich ist der Aufbau einer funktionierenden Wirtschaft wichtig und steht selbstverständlich erneut im Vordergrund. Doch dem Team rund um Dirk ist es wichtig, die Gameplay-Formel etwas zu entschlacken, wobei betont wird, es soll weniger kompliziert werden, ohne an Komplexität einzubüßen. Ein Kniff, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, sind Straßen. Sie sind das A und O in jedem Wirtschaftskreislauf im neuen Anno 2205. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr Gebäude einer Produktionskette im bestimmten Radius zueinander bauen musstet, damit sie funktionieren, verbindet einfach alles mit einer Straße und Waren werden produziert. Trotzdem solltet ihr auf die Wege achten, denn kürzere Distanzen bedeuten eine effizientere Produktion. Und falls ihr mit eurer Anordnung mal nicht zufrieden seid, könnt ihr endlich Gebäude im Nachhinein verschieben. Eine Premiere in der Geschichte von Anno. Abgesehen davon, dass ihr über genügend Ressourcen und finanzielle Mittel verfügen müsst, um neue Fabriken aus dem Boden zu stampfen, braucht ihr ausreichend Arbeiter. Also müsst ihr entsprechende Unterkünfte bauen. Die meisten Gebäude sind modular aufgebaut, ihr könnt also Erweiterungen anschließen, nehmt beispielsweise die Algenplantage. Fleisch ist in Anno 2205 übrigens ein Luxusgut. Um die Produktion hier zu erhöhen, lassen sich weitere Felder anbauen, ihr müsst also keine komplett neue Plantage errichten. Sollte euch Energie oder die Arbeitskraft fehlen, könnt ihr sogar eine eigene Stromversorgung für diese Plantage platzieren oder Drohnen erledigen den Job. Auch die Logistik lässt sich auf diese Weise aufwerten. Ihr dürft also entsprechende Gebäude erweitern, ohne viel Geld für neue große Hauptgebäude auszugeben. Dieses Element und die Anbindung an Straßen soll dazu führen, dass ihr deutlich freier in der Gestaltung eurer eigenen Stadt seid. Allerdings sind abgefahrene Schnellstraßen oder kreative Straßenverläufe wie beispielsweise in City Skylines nicht möglich. In Anno 2205 wird alles im rechten Winkel gebaut.
Ihr Grigat verspricht, dass die einzelnen Gebiete, in denen ihr euer Unwesen treibt, deutlich größer ausfallen werden als noch im Vorgänger. Zur Veröffentlichung am 3. November sollen es etwa ein Dutzend Ortschaften werden. Nicht alle bestehen nur aus kleineren Inselgruppen, wie es einst für die Serie typisch war. Es gibt auch Regionen auf dem Festland. Ihr könnt daher wahrlich gigantische Städte errichten. Ab einem gewissen Punkt ist allerdings die Expansion auf dem Mond vorteilhaft. Dort verstecken sich die wertvollen Mineralien und Erden. Doch der Ausflug zum Erdtrabanten ist anfänglich kostspielig, die Versorgung mühselig. Auf dem Mond gibt es neue Herausforderungen. Einerseits wollen die Bewohner nicht auf bestimmte Güter verzichten, selbst wenn sie sich nicht mehr auf der Erde befinden. Andererseits müsst ihr eure Kolonie aufgrund der fehlenden Atmosphäre vor Meteoriteneinschlägen schützen. Dafür baut ihr fleißig Schutzschilde. Leider durfte der Mond in der Alpha-Fassung bei Ubisoft nur angeschaut und nicht angefasst werden. Ein Übersichtsbildschirm zeigt eure Siedlung auf der Erde und auf dem Mond an. Wollt ihr die Regionen wechseln, müsst ihr euch kurz gedulden, bis das Gebiet geladen ist. In der Zeit lassen sich diverse Statistiken anzeigen oder Handelsrouten planen. Grafisch ist Anno 2205 schon jetzt echt hübsch. Detailliertes Gewusel in den Gebäudeschluchten und eine enorme Weitsicht wissen zu gefallen. Eine neue schicke Kamerafahrt drückt Siedlungen und Städte in ein stylisches Licht. Viele kleine Easter Eggs sollen nicht nur für Schmunzler sorgen, so gibt es zum Beispiel eine Nebenaufgabe im Spiel, in der ihr die letzten wertvollen Materialien der Arche bergt. Anno-Fans wissen, das war einer der Dreh- und Angelpunkte in Anno 2070. Doch im neuen Ableger ist es nur noch ein Relikt einer längst vergessenen Zeit. Statt einem richtigen Mehrspielermodus sollt ihr indirekt mit anderen Spielern in Kontakt treten können. Stehen diese nicht zur Verfügung, übernimmt der Computer die Kontrolle von rivalisierenden Unternehmen, mit denen ihr interagieren müsst. Wie das konkret aussehen wird, möchte Dirk erst in den kommenden Monaten enthüllen. Es dauerte nicht lange, bis wir uns in der dieses Mal deutlich futuristischeren Anno-Welt verloren. Das Szenario ist interessant, die Expansion auf den Mond sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus und auch wenn die Erstellung von Wirtschaftsketten nicht mehr so kompliziert vonstatten geht, sollte das Gameplay in Anno 2205 trotzdem angenehm vielschichtig sein. Grafisch ist der Titel bereits jetzt ein Genuss, die Entwickler bei Ubisoft wissen, was die Anno-Fans wollen und sie versuchen alles in ihrer Macht Stehende, ihre Fans am 3. November mehr als nur zufriedenzustellen. Außerdem versprechen sie, noch ein paar Asse im Ärmel zu haben. Bereits Anno 2070 zeigte, wohin die Reise der populären Wirtschaftssimulationsreihe gehen soll. Weiter Richtung Zukunft. 135 Jahre, um genau zu sein. Die irdischen Energieprobleme haben weiterhin Bestand, weswegen mächtige Unternehmen nun zum Mond schielen. Das dort befindliche Helium-3 soll einmal abgebaut für genügend Saft auf der Erde sorgen. Doch der Weg dahin ist schwer, wie sich bei einer Anspielsession in Düsseldorf bei Ubisoft zeigt. Your sins serve only as an invitation to an evil beyond your imagination. This is for the players. Valve, ich muss sagen, ich bin sauer auf euch. Es ist ja schön und gut, dass es euch so gut geht. Steam ist ja auch eine geile Sache. Dota geht mir persönlich am Arsch vorbei. Ja, ihr verdient damit einen Scheißhaufen Geld. Genauso wie mit Team Fortress 2. Super, dass Free-to-Play ist und dass es sich für euch lohnt. Aber Butter bei der Fische. Ihr seid deswegen so groß, weil ihr fucking Half-Life gemacht habt. Und
Genau, deswegen seid ihr so fucking groß. Okay, Portal hat da auch noch eine Rolle gespielt. Für viele ist Portal auch eventuell das bessere Half-Life oder mögen es mehr. Kann man meines Erachtens nicht vergleichen, dafür sind die Spiele zu unterschiedlich. Aber ich liebe diesen Ansatz von Portal. Und gerade diesen Rätselaspekt aus Ego-Perspektive gibt es ja sehr, sehr selten im Videospielbereich. Und da ist Portal wirklich etwas, was hervorsticht. Schon seit Jahren wird jetzt ein dritter Teil gefordert. Valve ist wie immer stumm, sagt keinen Ton dazu und freut sich einfach darüber, dass Leute viel, viel Geld ausgeben für Stimmen bei Dota. Ich finde es schade. Einige Fans fanden es auch schade und haben kurzerhand einfach selbst Hand angelegt und selber eine Mod entwickelt. Und zwar heißt die Portal Stories Mel. Da spielt man nicht Chell, sondern Mel. Und die haben sich da wirklich richtig viel Mühe gegeben mit neuen Grafiken, neuer Hauptdarstellerin, neuer Story, Zwischensequenzen, neuer Sprachausgabe und Vertonung, neuem Soundtrack und eben 22 neuen Leveln, die wirklich richtig schwer sind. Ich habe es mal probiert, mein Kleinhirn ist kläglich gescheitert, aber das wollen wir euch ja nicht vorenthalten. Jetzt ist es soweit. Ich darf endlich loslegen mit Portal Stories Mel. Portal 2, 1 und 2. Für mich grandiose Spiele. Ich liebe diesen ganzen Knobel-Aspekt. Aus dem Grund kann ich euch nur sagen, holt euch auch The Talos Principle. Super Spiel. Wir legen jetzt hier los. Ein komplett neues Spiel. Ich habe das Ding noch nie gezockt. Und ich bin ganz gespannt darauf, wie das alles funktioniert. Es ist anscheinend aufgeteilt in mehrere Teile. Wir legen ganz am Anfang los. Im Jahre 1952, wie das aussieht. Wir schlüpfen in die Rolle von Mel. Ich glaube, im Portal 2 hieß die ja Chell, die Dame. Was ist das jetzt hier aus der Ladebildschirm? Und es dreht sich natürlich auch wieder alles um Aperture Science. Entwickelt wurde das Ganze von Prism Studios. Ist, soweit ich das verstanden habe, kostenlos, wenn man Portal 2 besitzt, weil es eine Mod ist. Kann man sich über Steam runterladen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf, weil Portal einfach grandios ist. Und da Valve selber nicht in die Pötte kommt, um was zu machen, müssen wir uns eben auf das Ding hier berufen. So, jetzt geht's los. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Das ist ja schon mal super witziger Anfang. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wurde auch extra eben eigene Stimmen für aufgenommen. Das ganze Teil soll wohl so um die 6 bis 10 Stunden lang sein. Steht zumindest auf Steam. 22 Level gibt's. Und ja, noch ist alles Friede, Freude, Eierkuchen hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht lange so bleibt, ne? Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys kiss my... Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things. But they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Okay, also diese Sphären sind wohl hier diese Rätsel und egal, da jetzt gerade eben auch Black Mesa erwähnt wurde, die Rivalität dieser beiden Firmen. Und ja, ist schon sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ne? Ich bin gespannt, was mich innerhalb der Sphären erwarten wird. Die Entwickler sagen über ihr Spiel, die Rätsel sind alle logisch und da geht es jetzt nicht darum, dass man schnelle Reaktionen hat, sondern man muss einfach logisch denken können, um sie zu lösen. Das finde ich sehr gut, weil wenn man so Rätsel hat, wo man dann genau in einer Sekunde irgendwas wohin ballern muss, sowas finde ich immer so ein bisschen ärgerlich, ne? Weil das dann ja auch motorische Fähigkeiten voraussetzt. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations. Oh, schau dir her. Da ist es. Jetzt habe ich sie. Wow, die sieht cool aus. Geil, die haben nicht einfach nur die Portal Gun übernommen, die haben eine eigene Portal Gun.
Schick. Das gefällt mir. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Herrlich, ich liebe diese Spielmechanik. Jetzt haben wir uns natürlich mit dem Portal, das wir uns geschaffen haben, an den richtigen Fleck teleportiert, um weiterzukommen. Denke ich zumindest. Da kann ich rutschen. Da rutsche ich verdammt schnell. Okay. Ich check's. Wir machen nochmal das Hebelchen hier an. Dann kann ich da reinrutschen. Und dann kann ich eben... Ja, sehr gut. Dann kann ich eben durchrutschen und kriege so viel Speed drauf, dass ich da rauskomme. Ja, scheiße. Huiuiui! Ihr seht schon, wenn man lange nicht mehr Portal gespielt hat, man muss sich dran gewöhnen, dass man mal wieder die grauen Zellen einsetzt. Aber jetzt sollte alles hinhauen. Hoffe ich zumindest. Ich habe mir Mühe gegeben. Und es ist erst der Anfang. Ich habe aber schon gehört, dass die Rätsel hier ziemlich schwer sein sollen. I know, things might look different than what you're used to. Gut. Müssen wir halt hier ein Tor hinmachen. Sehr gut, wir mussten das jetzt irgendwie hier gleichschalten. Was ist passiert? Was geht los? Oh, das Ding geht auf. What? Okay, das ist echt riesig. Cool, wie das sich da aus dem Wasser hebt und dann noch so runtertropft. Geil gemacht. Super. Ey, finde ich richtig gut. Hat mich schon voll gepackt. Das ist sehr, sehr geil alles bis jetzt. Dafür, dass es eine Mod ist, unglaublich viel Mühe haben sich die Jungs da gegeben. Oha. Juhu! Willkommen zur Testkammer. Numero uno, gehe ich von aus. Cool, der Weg dorthin macht uns Spaß. Das ist toll gemacht. Wie gesagt, am Anfang dauert ein bisschen, bis man reinkommt, aber das ist einfach ein schönes, ruhiges Pacing. Ladezeiten sind ein bisschen doof. Am Anfang, weil eben sehr viel zerstückelt wird. Aber sehr, sehr cool gemacht. Kann ich da durch? Da komme ich durch. Da ist ja ein Knöpfchen. Was passiert hier? Das ist ein Timer auf jeden Fall. Oh Gott, und dann kann man da halt durch und... Ah, hier ist auch noch mehr. Wow. Aber wenn ich den drücke, ist das hinter mir... Falscher Weg. Boah! Das legt gleich ganz schön los. Ja.
Ja. Jetzt haben wir den Würfel, aber wozu brauche ich den Würfel? Kann ich den wieder mitnehmen? Bitte sag mir, ich kann den mitnehmen. Ich verstehe nicht ganz, wofür ich den Würfel brauche. Nein, den kann ich nicht mitnehmen. Willst du mich verarschen? Muss ich das jetzt wirklich doch in der Zeit, in einem bestimmten Zeitdruck Dingens machen? So. Wir haben eine Würfel. What? Nicht wegspringen! Boah, alter Falter, ey. Bleib mal schön da, wo du bist. So, hier drüben ist auch ein Schalter. Aber da komme ich nicht rüber. Jetzt habe ich diesen Würfel hier. Und ich verstehe noch nicht so ganz, was es mit diesem Würfel auf sich hat. Den kann ich eben nicht durch Portale nehmen. Da hinten ist auch was. Da kann ich nichts hinballern. Wow. Das ist fucking schwer. Stunden später. Ich bin immer noch am Rätseln. Ich habe einen Würfel. Ich weiß nicht, wozu ich den Würfel brauche. Der liegt da drüben. Und ich muss irgendwie, glaube ich, dieses rote Portal ausschalten. Doch wie komme ich da hin? Achso, man könnte ja... Wenn ich dann... Vielleicht schaffe ich es dann? Nein! Scheiße, was ist jetzt passiert? Das hat mir nichts gebracht. Fuck. What? Ah, okay. Vielleicht wenn ich mit mehr Speed... Dann komme ich darüber. Jetzt mit diesem blauen Gel. Ich habe ja hier dieses blaue Gel. Und wenn ich das jetzt hier hinballere. Und dann da reinhüpfe. Was mache ich mit dem Würfel? Ich weiß nicht. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier. Nein! Nicht richtig getroffen. Nein! Gefangen in der Zeitschleife des Todes! Oh, nee, das sehe ich schon, das ist... Oh, das ist eigentlich nicht genau das, was ich nicht will. Ich möchte nicht auf diese blaue jetzt auf da drauf springen. Ja, gut. Okay. Aber ich nehme an, wir müssen uns auf jeden Fall mit dem Würfel darüber. Wir haben jetzt da das Ding. Wir ballern... Wir müssen viel Speed kriegen. Dass wir uns darüber ballern. Da brauchen wir. Ja. Oh mein Gott, das ist erst Test Chamber 1. Und sie macht mich jetzt schon tot. Ey, here goes nothing. Kann man speichern? Das wird gespeichert. Nicht, dass jetzt hier irgendwie. Puh. Geronimo! Ja! Oh! Ah, okay, da brauche ich Würfelchen für. Würfel! Weil der kommt ja nicht durch. Oh. Is lead lined, according to my 1950s notes here in my 1950s filing cabinet. Says it's harmful to humans. Not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Wahnsinn. Das ist ein Brainfuck. Na ja, okay, wir müssen einfach. Ich hirsch. So. Jetzt machen wir es mal so. Ja, sorry, falsches. Wir probieren es mal so, ne? Ah!
Ja! Und was macht der Würfel? Wir haben einen Zyklus auf Würfeltime. Muss ich beide da draufhauen? Ich habe jetzt beide mal da drauf. Boah, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Beide sind auf jeden Fall da drauf. Okay, die haben sich irgendwie aufgelöst. Keine Ahnung wie. Alter, jetzt muss ich. Super. Okay, da kommt einer rausgeflogen. Ja, dann. Ha! You're not dead. That means that high toxicity. Oh mein Gott, ey! Das ist echt krass. Das ist ein ganz schöner Brainfuck. Also die sind, wow. Das ist, vom Rätselding her schon, ich komme jetzt ziemlich dumm vor. Deswegen komme ich auch an dieser Stelle zum Ende. Ein kleiner Einblick in Portal Stories Mel. Das waren die ersten zwei Testchamber. Ihr seht schon, die verlangen mir zumindest einiges ab. Vielleicht seid ihr ja klügere Köpfe und kommt eher drauf. Wie gesagt, ich komme mir gerade so ein bisschen doof vor. Das war noch einmal, das war immer noch die erste. Okay. Nun gut. Aber. Wow. Es gibt noch mehr. Egal. Sehr, sehr abgefahren, sehr geil. Großer Brainfuck. Genau das Richtige für alle Portal-Liebhaber. Greift zu. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Und wenn euch doof vorkommt, macht nichts. Probieren, geht über Studieren. Irgendwann kommt man da mal drauf. Krass. Ist nicht ohne, ist aber gut. Bin jetzt schon überfordert, ey. Ich freue mich dann schon. Wirklich, wenn dann so in ungefähr 2 bis 3 Jahren die Half-Life 3 Deep Orange Box angekündigt wird mit Half-Life 2 Episode 3 und dann noch Half-Life 3, denn ne, wir haben ja gesagt, 3 Episoden werden kommen und Half-Life 3 wird dann Open World revolutionieren und alles und dann noch mit Team Fortress 3 und dann eben auch noch Portal 3. Dann kann man sagen, Ende Gelände. Das Internet wird für immer broken sein, sage ich euch noch. So wird's kommen. Mark my words. Wird so kommen, lieber Achtball? Wird's das, was ich gerade gesagt habe, zutreffen? Was sagt der 8-Ball? Looks good to me. Wenn der 8-Ball das sagt, dann, ne, dann wisst ihr, ich rede keinen Scheiß. Tja, das war's wieder von mir hier aus der Redaktion. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Die nächsten 2 Wochen habe ich jetzt erstmal Urlaub. Auch diese Sendung wurde schon aufgezeichnet mit dem Urlaubsgedanken im Hinterkopf. Es wird trotzdem InsideCoin-Folgen geben. Die werden vielleicht ein bisschen kürzer werden oder vielleicht ein bisschen anders ausfallen. Das werdet ihr dann schon sehen. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen über die Gamescom reden, die ja dann quasi schon vor der Tür steht. Das wird auch sehr spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Da lasst doch gerne einen Kommentar. Teilt die Sendung. Würde ich mich freuen. Macht's gut. Tschüss und adieu. Ha 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 ha.